fänden Sie das richtig, wenn da welche drin ist? Wurden nein, schon welche um Gottes Willen, nein, nein. Also nicht hier in Deutschland, nee, das finde ich nicht gut. Warum finden Sie es nicht gut? Ich bin so erzogen worden, kirchlich wahrscheinlich. Es ist schon ein bisschen sehr merkwürdig, was Sie damit ausdrücken wollen wahrscheinlich. Ne? Schade nur, dass zu wenig Leute dabei sind hier. Okay. Hätten ruhig mehr kommen können. Empfinden Sie das als pietätlos, wenn da welche drin wären? Nein, ich finde es irgendwie, weil ich sowas noch nie gesehen und gehört habe, es ist für mich irgendwie komisch, befremdlich. Ja. Pietätlos, nein, finde ich nicht. Und meinen Sie, dass das hilft, um auf das Sterben im Mittelmeer aufmerksam zu machen? Nee, das auf keinen Fall. Bei den wenigen Menschen, die hier sind, am Bibelplatz waren eben mehr Leute bei dem Konzert. Da. Da sieht man, wo das Interesse liegt. Ne? Leider. Langsam abstellen. Ja, ein Stück noch. Okay. Okay. Langsam. Euch allen, um denen zu sagen, guck mal, die haben echt ein Problem. Das wird nicht mit Geld gelöst, weil das Geld woanders gelegt wird. Das wird durch uns gelöst. Was wir gerade zu sagen haben, das werden wir gleich denen sagen. Ja. Was ist los?
Wir stehen hier am Reichstag. Die Sache ist leicht eskaliert. Die Zäune sind umgerissen. Die Polizei ist jetzt im Einsatz. Und wir schauen uns mal vor Ort an, was hier passiert ist. Da haben wir so einen Haufen irgendwie schon noch mehr. Mehr meinst du? Ja, dann wir die hier so irgendwie ein bisschen mit Zipatiefen machen. Leute! Wenn sie sich noch drehen, dass man die Schrift sieht. Ja. Danke dir. Das ist eine Erde oder Gras, oder? Das ist halt voll mit dem. Das Statement ist gemacht. Das Thema nicht das noch mehr zu emotionalisieren? Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es nichts hilft, komplexe Probleme noch komplizierter darzustellen, sondern eine Vereinfachung ist das, was man braucht, um den Zugang zu einem Thema zu bekommen. Und eigentlich ist das Thema auch ganz einfach. Außerhalb dieser Grenzen sterben Menschen. Das ist eine einfache Tatsache, die in dieser Realität erstmal verstanden werden muss. Und von daher glaube ich nicht, dass man fragen sollte, ob das irgendwas vereinfacht, sondern dass wir fragen müssen, wie wir sicherstellen, dass noch mehr Menschen diese Botschaft hören. Und dass eben nicht wir uns hier bequem in Europas Mitte abschotten können von diesen Problemen, sondern dass mehr Menschen auch hier erfahren, dass es dieses Problem gibt. Und dass auch wir dafür verantwortlich sind. Was ist jetzt an der Aktion heute anders gelaufen, als es geplant war? Ja, das fängt ja schon damit an, dass Auflagen gestellt wurden durch die Polizei. Also es durfte kein Bagger mitgeführt werden, der zu dieser Performance hier eigentlich dazugehört hätte. Es gab gewisse Auflagen zu Särgen oder sargähnlichen Gegenständen. Die Route für diese ganze Demonstration ist geändert worden. Und dann sind wir hier vom Bundestag angekommen und haben festgestellt, dass das eingezäunt ist, was irgendwie ja auch ganz schon fast zynisch ist bei dieser ganzen Angelegenheit. Was ist danach passiert? Na, vor ein paar Minuten oder mittlerweile vor einer halben Stunde vielleicht haben sich Menschen entschlossen, diese Wiese hier zu stürmen und hier auf dieser Wiese vor dem Reichstag ein Zeichen zu setzen für die Flüchtlinge gegen das, was vor den Toren Europas passiert. Und dann ist das auf einmal alles ganz hektisch geworden und die Polizei ist eingeschritten, hat auf die Menschen eingeschlagen, ohne dass da was passiert ist. Also für mich war das eine sehr bizarre Erfahrung gerade. Ich bin hier gekommen heute mit einem großen Kranz, den ich niederlegen wollte, irgendwo symbolisch. Der liegt jetzt da drüben, ist zerstört. Meine Frau mit Blumen in der Hand ist geschlagen worden von der Polizei, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Und das ist irgendwie für mich vollkommen unverständlich. Und das widerspricht auch der ganzen Idee dieses Reichstags da hinten, einer demokratisch organisierten Gesellschaft und dem Umstand, dass wir hier als Souverän dieses Landes für ein Thema, das uns alle betrifft, demonstrieren. Haben Sie erwartet, dass heute so viele Menschen kommen? Ja, ich habe gehofft, dass so viele kommen, weil ich glaube, dass immer mehr Menschen auch verstehen, dass dieses Thema mit jedem Tag, der vergeht, kritischer wird. Es ist ja nicht so, dass dieses Flüchtlingsthema irgendwann in den nächsten Monaten wieder verschwindet oder dass das sich von alleine löst oder so, sondern ganz im Gegenteil, wir sind erst am Anfang dieser ganzen Problematik. Und von daher glaube ich, dass das langsam auch bei den Menschen ankommt und auch bei den Menschen ankommt, dass wir hier in Europa nicht einfach zusehen können und auch vor allem nicht in Deutschland. Werden Sie das Verhalten der Polizei? Das ist für mich vollkommen unverständlich, wie die Polizei sich hier verhält. Also bisher hatte ich den Eindruck, bis wir hier angekommen sind, dass das im weitesten Sinne irgendwie alles relativ ruhig vonstatten geht. Es gab halt diese Auflagen vorher, die ich auch nicht verstanden habe. Aber was jetzt hier auf der Wiese passiert ist, bei Menschen, die eigentlich nur hier symbolisch Blumen niederlegen wollten vor dem Reichstag,
warum man dann gewalttätig wird, ohne dass irgendetwas eskaliert oder dass irgendjemand gewalttätig wird von der Demonstrantenseite, verstehe ich überhaupt nicht. Es gab ja schon in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit durch das, was mehr passiert ist mit den Flüchtlingen. Glauben Sie, dass es immer noch wichtig ist? Wieso glauben Sie, dass es immer noch wichtig ist, da noch mehr Aufmerksamkeit? Ich glaube, wir müssen so lange für dieses Thema Aufmerksamkeit schaffen, bis das Thema gelöst ist oder besser gelöst ist, als das heute ist. Wir sind in einer Situation mit der ganzen Flüchtlingsthematik in Europa, die so nicht tragbar ist. Sind Sie mit der Aktion heute soweit zufrieden, die hier vom Bundeskanzleramt und Reichstag stattgefunden hat? Also ich bin insofern zufrieden, dass so viele Menschen gekommen sind. Unzufrieden bin ich darüber, dass wir hier keine Menschen, Flüchtlinge, will ich mal nicht sagen, sind Menschen, es sind Mütter, Väter und Kinder, dass wir die hier nicht beisetzen dürfen. Darüber bin ich nicht zufrieden. Was erwarten Sie von der deutschen Bundesregierung oder von Europa überhaupt? Was soll sich ändern? Ich erwarte von der Bundesregierung und von Europa überhaupt Empathie und Menschlichkeit. Ja, Empathie und Menschlichkeit. Und daraus entspringt eigentlich alles. Was erwarten Sie von der Gesellschaft? Von der Gesellschaft erwarte ich genau dasselbe. Und ich hoffe eigentlich, also wo man sich umsieht, wo man hinguckt, ist eigentlich, es wird alles immer aggressiver, immer schlimmer. Krieg, Mord, Totschlag, die Menschen sind abgestumpft. Und ich wünsche mir einfach mehr Liebe und mehr Empathie. Und ich hoffe, dass es eine Wende zum Besseren gibt. Wenn sich alles immer mehr zuspitzt, kann es sein, dass es einen ganz furchtbaren Krieg gibt. Es kann aber auch sein, dass es einen Sprung in eine höhere Bewusstseinsstufe gibt. Und das hoffe ich ganz, ganz doll. Und manchmal muss sich das alles so zuspitzen, damit die Menschheit, damit dieses Bewusstsein kommt. Das wünsche ich mir. Würden Sie selbst auch einen Flüchtling aufnehmen? Ja, das würde ich. Ich habe eine ganz, ganz kleine Wohnung. Aber wenn ich irgendwie sowas hätte, wie ja viele in Berlin, die irgendwie noch eine Ferienwohnung haben, sofort. Ja. Und mal gucken. Also ich bin am Überlegen, wie ich es hinkriege. Denken Sie, dass es heute der Höhepunkt war, diese Aktion, oder folgen noch mehr Aktionen? Nein, es war nicht der Höhepunkt. Es war ein guter Anfang.